Heute, was geht ab, Leute? Ich frag mich, war das schon immer da? Wir sind auf dem Pokémon Go Kanal, weil gleich findet die Spotlight Stunde, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe gerade überlegt, statt weniger als 10 Minuten dachte ich mir, versuchen wir es mal eine Stunde. Ich denke mir jetzt so eine Stunde, ja, kann man schon machen, aber ich weiß, irgendwann mittendrin denke ich mir so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Eine Stunde ist echt schon viel. Es ist Knackleon heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Trapinch auf Englisch. Doppel-EP beim Entwickeln juckt uns jetzt nicht so, weil ja, wir haben keine Zeit zum Entwickeln. Wir wollen eigentlich nur ein paar Pokémon fangen, also eine Stunde durchfangen und schauen, wie viel ich so noch schaffe. Ich weiß, es gibt so einen AR-Trick, seitdem ich weg war, wo man anders viel fangen kann, aber erstens weiß ich nicht, wie der funktioniert, zweitens habe ich nicht Bock drauf. Wir machen das oldschool. Wir sind hier am Sendinger Tor. Ist einfach so, ich wusste nicht, wo man hier am idealsten diese Stunde nutzt, wo es am effektivsten ist. Hier ist einfach Innenstadt, hier war so, hier ist so der Teil der Farmroute damals. Dachte mir, ja, wird schon ganz effektiv sein. So, schauen wir mal. Gen 3 war da, glaube ich, oder? Sie. Wir haben 808 gesehen, 737 gefangen. Schauen wir mal nach einer Stunde, wie viel? 737. Ich habe gerade alles weggefangen hier. Das war, glaube ich, nicht so schlau, oder? Weil ein paar Minuten respawnen die als diese Knackleons. Ich habe heute übrigens einen 100er irgendwo gefangen. Den ich noch nicht hatte. Wild. No map. Random. Mein letzter 100er war vor einem Monat. Ich habe schon mal gefailt, man. Es ist 18 Uhr. Ich habe drauf geklickt und die sind zerplatzt. Also ich musste neu starten. So, let's go. Digga, die Strecke ist voll schlecht. Seit 2 Minuten spawnt hier nichts. Ja, yeah, endlich. New Café, New Asian Café. Das gehypteste Café in ganz München. Fast Halbzeit, 18.25 Uhr. Ein Shiny. Ich habe jetzt diesen blauen Rauch angemacht. Ansonsten fühle ich mich nicht so effektiv. Ich habe vorhin echt lange an der Ampel gestanden. Die Moves sind auch nicht so effektiv. Manchmal kriege ich auf den Stop, drehe den nicht und klicke wieder weg und so. Shit. Ich habe die volle Stunde nicht ausgenutzt, also wir haben noch 7 Minuten, aber ich habe einen Kollegen getroffen und wir haben ein bisschen Smalltalk gemacht, also ich habe safe 3 bis 4 Minuten verloren, Leute. Ja, 1 Minute noch, aber ich bin schon an der U-Bahn. Gehen wir einfach heim. So, Ausbeute. Ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt, vielleicht heute noch, vielleicht morgen. Ich weiß nicht, ob der Kollege Maurice heute oder morgen Geburtstag hat. Auf das letzte Video hat er kommentiert, übermorgen. Auf jeden Fall, Kuss geht raus, alles Gute zum 30. Ich wünsche dir viele Shinies, 100er, Shiny Luckys, Shiny 100er, Shiny Lucky 100er, Schlundos. Wenn du in Krypto bist, alles Gute, hoffentlich to the moon. Und danke für den Support. So, wir gehen. Wie heißt der? Knackleon und Alter 0, oder? Wir haben gefangen. 352. Ich habe jetzt keine Vergleichswerte. Ist es gut, ist es schlecht? Wie gesagt, ich bin nicht zufrieden. Da waren viele Durchstrecken, wo irgendwie nichts kam. Route nicht optimiert. Da war eine Ampel, Kollege. Schneckentempo von mir. Also ich bin ein gemächlicher Geher. Ein Shiny gleich am Anfang gefangen. Ich glaube, das zweite oder dritte war es. Wenn nicht sogar das erste. Ne, das dritte. Kein 100er, nichts Besonderes, IV-technisch, aber das ist ja ein altes Pokémon, von dem haben wir ja schon genug 100er. Der hat auch schon einen C-Day. Ich werde an sich alles verschicken und dann habe ich nicht genug Bonbons zum Ding. Full Max pushen da auf Level 50. Ja, ansonsten war es das erstmal von mir. Ich weiß, irgend so ein Cedar Classic wurde angekündigt. An dem Tag bisher kann ich sogar. Vielleicht kommt da ein Video.
Oder sehr wahrscheinlich. Ansonsten schon mal, wo ich will, hier und da mal ein Video raushauen kann. Vielleicht habt ihr Ideen, was ich noch so machen kann, worüber ihr meine Meinung hören wollt zu dem X-Ray-Ding. Das kam ganz gut an. Vielleicht gibt es noch andere Themen, wo ihr sagt, hey, wie stehe ich jetzt dazu, nach all der Zeit oder jetzt so vom Spiel distanziert? Gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, falls ihr mehr von mir sehen wollt, auf dem Vlog-Channel. Falls euch TCGs interessieren, haben wir auch einen TCG-Kanal von früher wieder neu aufleben lassen. One Piece TCG, Yu-Gi-Oh! Dank Chong. Ja, ansonsten eure Ausbeute gerne unten in die Kommentare. Ich weiß nicht, spielt man den regelmäßig? Also ich war Spieletrainer, zock den immer. Boni war jetzt uninteressant. Das Pokémon an sich eigentlich auch uninteressant. Aber was ist schon noch interessant? Ich kann es nicht einschätzen. Das war's von mir. Wie immer, like, subscribe, kommentieren. Check die Videos, folgt mir gerne auf Instagram. Pokémon Go, see you, business. Ciao.